Einen wunderschönen guten Abend aus dem Bonner Sportpark Nord. Wir begrüßen zum Mittelrheinliga-Spiel zwischen dem Bonner SC und der Spielvereinigung Frechen, dem 9. gegen den 1. Ich sage wieder, weil ich nicht alleine bin. Neben mir sitzt der Markus. Markus, schönen guten Abend. Hallo Timon. Alles gut. Ich habe dieses Jahr noch nicht so viel kommentiert, glaube ich. Ich muss das mal nachholen. Ja, Timon, danke für die Anmoderation. Es hat viel Spaß gemacht, hier heute wieder aufzubauen und hinzukommen. Und aus. Jetzt schauen wir auf Augusto. Der könnte einen Angriff einleiten. Corafo ist gerade in der Platz, Spitze. Zieht er ab. Nee, gibt nochmal raus auf Umer Basic. Das ist eine gute Idee. Gisilei steht hinten. Da ist er. Erster Kopfball. Nicht schlecht gemacht. Ersatztorwart auf der Bank. Ob er Ersatzkapitän ist, weiß ich nicht. Ich kenne den Mannschaft gerade nicht. Aber wir hatten schon diverse Kapitäns dieses Jahr. Da müssen wir mal gucken. Der ist sehr schön gespielt. Auf Fipper führt. Der seine Flankenstärke da ausspielen kann. Gibt ihn schön zurück. Okora vor. Netter Trick. Ball ist dann weg. Auch zurückrumpft. Umer Basic heißt der Mann. Ja. Guter Versuch. Ja. Aus dem Ausspiel. Blinde Flanken in die Mitte haben noch nie geholfen. Und jetzt ist halt auch Jeselei ein super Mittelstürmer, finde ich. Ist da auch am Ball nicht der Größte. Im Hinterkopf leitet er ihn weiter. Und dann ist es... Ja, was? Strobel, ne, oder? Strobel. Der 17. Mit der großen Chance. Ich will es noch nicht aufs 100%ige gesehen, aber... Ich weiß es gar nicht, was ihr Saisonziel vor der Saison war. Aber... Muss ich passen. Ganz schlimmer Pass von Wipper führt. Ganz, ganz schlimmes Ding. Und wie... Uiuiui. Was gibt das heute Abend? Ein Kastenbier? Oder was? Ein Abendessen? Das war ganz schlimmer Patzer von Wipper führt. Auch irgendwann die Ohren ab. Ja, und da Frechen sofort mit 4 Mann da gewesen. Also es war extrem wichtig, dass Pommer da wirklich das Risiko hat. Pommer war hundertprozentig wichtig, dass er den macht. Jetzt kann er schön spielen auf Berg. Kommt nicht ganz dran, versucht ihn durch die Beine zu spitzeln. Da muss dann Decker hinterher gegen den kleinen Japaner. Dilly ist auch mit dabei. Dabei geht aber erstmal zurück in den Halbraum. Auf rechts viel Platz. Und er hat viel zu viel Zeit zum Schießen. Und dann gucken sich 3 Leute an und keiner weiß, warum wir nicht rausgehen. Und dann ist es Patrick Friesdorf. Ja, es war zu einfach. Komplett im 16er. Keiner geht auf ihn zu, keiner macht den Schussweg zu. Er sich entspannt auf seinen linken. Ja, die kommt gut rein, kommt noch zum Abschluss und da ist Martin Stich. Endlich mal in Aktion. Jeselei war das, der sich ein bisschen zurück hat fallen lassen, der ja ein guter Kopfballspieler ist. Aber halt nicht. Den wir da sehen. Wipper führt am zweiten Pfosten. Kater. Ja! Ganz trocken abgeschlossen. Es war Berg, glaube ich, oder? Jonas Berg. Schwer zu sehen. Der Ball wurde da ein bisschen flippermäßig in der Nähe gespielt und am Trocken aus 3 Meter zimmert. Wenn ich das gesehen habe, Berg wirklich jubelt spannenderweise. Jonas Berg, Jonas Berg, das Ding. Ich muss selber trainieren, genau. Ja, da muss ich mal gucken, wenn ich noch von der Truppe so auftreibe. Ansonsten schönen guten Abend, ich bin der Markus. Dann hören wir uns am Dienstag, wenn nichts dazwischen kommt. Umer Basic nimmt dann Jeselei mit. In der Mitte mehrere, ganz hinten. Oh, schwere Patzer, 2:1 für den Bonner SC. Erneut Jonas Berg. Ja. Und er hat seine Tore auch schon mal schwerer geschossen als heute, bei aller Liebe. Und jetzt hast du auch den Jubel dann. Jonas Berg mit dem 2:1. Einmal aus 3 Metern, einmal aus 4 Metern. Ja, und, so ungefähr, genau. Das war jetzt relativ einfach für den Mann auf dem Flügel. Ich glaube, Jeselei wird ja nicht nur der Bonn bist und Frechen jetzt natürlich mit ein bisschen Wut im Bauch. Der ist nicht ungefährlich. Kevin Birk zweimal dran, beim zweiten Mal ging es drüber. Ja. Ekliger Kopfball, da war er nämlich ein bisschen auf dem Weg, musste er nochmal nachsteuern. Ja, das war der Kapitän von Frechen. Ja. Jetzt geht der Ball da gerade so ein bisschen hin und her. Aber ich glaube dabei, jeder, der den Ball hat, Blick nach vorne, volles Tempo. Keiner, der die Pille nimmt und sagt, ruhig Jungs. Oh, oh, der ist nicht, der ist gefährlich. Friesdorf, starke Parade von Birk. Super gemacht. Tatsächlich, ja, Vorteil eher schlecht gemacht von Omar Basic hier, der dann Friesdorf laufen lässt. Augusto auf der rechten Seite, Okora vor, langes Eck, 1 Meter vorbei. Meine Güte, was ein Tempo hier gerade drin. So, jetzt haben wir wieder Augusto, der spielt ja auch gerne mal ein bisschen offensiv. Auf der linken Seite Strobel, war aber nicht die beste Ballannahme. Oh,
Ja, das war ein Foul. Wo ist er? Ich gucke nur auf Königs. Na, schauen wir mal, wo der Ball hinkommt. Läuft kurz ein. Da kriegt er ihn nicht. Da ist aber Augusto! 3:1 für den Bonner SC! Leon Augusto mit dem Kopfball nach der Flanke. Ich glaube von Maxi Pommer. Ich habe gar nicht gesehen, wer den Freistoß geschossen hat. Sensationelles Ding. Und das 3:1 für den Bonner SC. Jetzt steht da unten auch Rokan Etzbay, der zweimal wechseln will, ein bisschen bedroppelt. Und jetzt lassen auch die Frechen ein bisschen die Köpfe hängen. Ja, jetzt gehören dann hier auf der Tribüne zumindest den Bonner Fans. Königs, ja, will da auf González verlängern. Bonn bleibt am Ballbesitz. Pommer, nochmal die Chance jetzt auf der linken Seite. Wäre Lee völlig frei, kommt den Ball, Lee zieht ab und Tor! Zum 4:1! Maxi Pommer auf Nam Juli und der läuft in Richtung Ultrafankurve. Jetzt, also ich freue mich über jedes Tor, sagen wir mal ehrlich, 1:4 war es jetzt, aber ich glaube, das ist dem Bonner heute gerade völlig egal. Ich glaube auch, ja. Und der junge Nam Juli hat auch einen Lauf, das zweite oder dritte Tor in den letzten 3 Wochen. Ganz stark, und, ja. Und es sei allen gegönnt, denn die Frechner tun mir ein ganz klein bisschen leid gerade, weil das haben sie jetzt nicht verdient. Aber wollte ich sagen und überhaupt nicht eine Minute. Meine lieben Zuschauer, unsere lieben Zuschauer da draußen, 4:1 endet das Spiel zwischen dem Bonner SC und dem SC Frechen. Die Bonner kommen nicht zum Jubeln, weil sie so platt sind. Ich glaube, das ist ein sicheres Zeichen. Timon, es hat viel Spaß gemacht. Die zweite Hälfte war wahnsinnig spannend. Auf jeden Fall, ja. Also perfekter Neuanfang von Bonner SC. Geglückt. Sascha Glatzel, perfekter Einstand. Was willst du mehr, als den Tabellenführer mit 4:1 schlagen? Und am und,